für den VSS wünsche ich mir zum 100. Geburtstag auch nicht nur eine Ausweitung des VSS, dass wir als Studierende mehr anpacken und mehr in diesen VSS einbringen, sei es auch finanzielle Mittel und mehr Engagement. Ich wünsche mir eine Rückkehr zu dem Prinzip, dass wir nicht nur Ausbildung unterstützen, sondern wirklich auch die Bildung wieder stark machen, dass alle Fächer und Orchideenfächer stark werden und dass der VSS das gelingt, was immer in diesen Positionen gefasst wurde, dass wir mehr Wohnungen, bezahlbare Wohnungen haben, viel die Gleichstellung umgesetzt haben und eigentlich die studentischen Interessen überall durchgesetzt haben. Und das nachhaltig und für lange Zeit. Und damit wünsche ich auch dem VSS alles Gute. Was der VSS bildungspolitisch jetzt erreichen sollte, also wir haben unglaublich viele Positionen von Wohnungspolitik, Gleichstellung und sozioökonomischen Faktoren. Wichtig wäre, dass wir unsere Struktur noch erweitern und wie andere Hochschulvereine in anderen Ländern endlich Sitze in Bildungsposten haben, Bildungsministerien, und einfach da auch mehr Vertretung haben. Das heißt, wir brauchen wirklich eine strukturelle Umänderung, dass wir mit SchülerInnen und Studierenden einfach alle da mal einen Sitz haben und dort unsere Position direkt an die, die politische Entscheide machen, direkt wenden können und dass wir sofort immer auch konsultiert werden, wenn wichtige und auch langfristige und mittelfristige Entscheidungen durchgeführt werden. Was ich aus dem VSS mitnehme, ist, obwohl die Schweiz auch ein relativ kleines Land ist, haben wir so viele verschiedene Studierendenschaften und an so vielen verschiedenen Unis, die alle eine andere Gesprächskultur haben, andere Positionen, andere Vorstellungen, was Studierende machen können. Und dann mit allen zu arbeiten, die andere Vorstellungen haben, sind wir nur eine Vertretung, sind wir eine Gewerkschaft, da muss man viel, viel diskutieren und viel mitnehmen und auch Brücken finden, um da mitzuarbeiten, um die Positionen, die wir gemeinsam als Verband beschlossen haben, auch durchzubringen. Und das werde ich eigentlich mitnehmen, dass unsere Studierendenschaft, wie sie funktioniert zum Beispiel, einfach nicht die einzige ist. Und es gibt so viele verschiedene Wege und wir können innerhalb ein paar Jahren immer neue Ideen haben, wie wir uns strukturell aufbauen und wie wir in Zukunft die Uni nachhaltig bewegen können.